Yo, und willkommen zurück zu einem neuen Video. Und zwar wird es heute, passend zum Deckprofil von Sonntag, Testhands geben zu den Tengis. Wer das Deckprofil noch nicht abgecheckt hat, kann das natürlich gerne machen. Ansonsten würde ich sagen, legen wir auch direkt los. Wir werden heute zwei Testhands machen zu den Tengis und natürlich mit der 14er von Yu-Gi-Oh! Hobby Liga. Und ich würde sagen, ich werde das Ganze jetzt hier mischen und dann legen wir direkt los. Die erste Hand werde ich jetzt hier auf jeden Fall Second machen, beziehungsweise First, also halt ganze 5 Karten ziehen. Und mal schauen, ob wir dann bei der zweiten Hand das Ganze halt Second machen werden oder halt auch wieder First. Müssen wir mal schauen. Und ich würde sagen, das Ganze hier sieht auf jeden Fall schon mal gar nicht verkehrt aus. Wir werden jetzt hier erst einmal den Ashuna specialen, da wir halt kein Effektmonster kontrollieren, linken den auch direkt weg für halt unseren Mönch. Und dann aktivieren wir Medium für den Drachenzyklus, um uns unter anderem halt erst einmal den Maremare zu millen. Und dann nehmen wir uns natürlich noch ein Tenji-Monster auf die Hand. Ich habe mich jetzt hier für den Abdara entschieden, würde ich auch empfehlen, da er uns später den Ashuna wieder recyceln kann. Als nächstes werden wir uns jetzt hier den Abdara specialen. Den linken wir auch direkt weg für einen weiteren Mönch. Und dann werden wir noch ein Ashuna specialen. Weil er halt Stufe 4 ist, wird das auch gleich noch wichtig sein. Wie gesagt, für die Synchro-Plays. Und dann als nächstes verbannen wir uns den Ashuna. Und specialen uns aus dem Deck am besten den Nahata. Weil er halt auch Stufe 4 ist. Und da wir Mapura und Chatana halt schon haben, ist er quasi unsere einzige Möglichkeit dann noch. Und da wir dann sonst alle doppelt haben, würde das wahrscheinlich eher weniger Sinn machen. Dann zu guter Letzt werden wir jetzt noch Abdara verbannen, um uns halt den Ashuna wiederzuholen für halt eine weitere Handkarte, die wir gleich für die Schamanen brauchen. Wir werden jetzt hier den Nahata und halt den Mönch weglinken für unsere Schamanen. Die benutzen wir jetzt natürlich auch, um unseren Maremare wiederzuholen. Dafür schmeißen wir halt den Ashuna ab und specialen uns halt, wie gesagt, den Maremare. Dann werden wir den Effekt von Maremare natürlich auch nutzen, um uns halt zwei Tokens zu specialen. Die werden wir aber auch direkt gemeinsam mit unserem Mönch weglinken quasi. Für unseren Berserker. Ihr könnt natürlich hier auch den Draco-Meister machen, finde aber den Berserker jetzt hier dementsprechend etwas besser, da wir dann halt auch noch ein Nicht-Effekt-Monster kontrollieren. Zu guter Letzt werden wir jetzt noch einmal mit Maremare ein Token generieren. Und dann zusammen mit Maremare der Stufe 4 und da er halt ein Empfänger ist und zusammen halt mit Chatana der Stufe 4 in ein Synchro-Monster gehen und dort wird es natürlich der Draco Berserker der Tenji sein, ein weiteres Boss-Monster. Und da wir jetzt hier auch noch die Normal Sum haben, da muss ich jetzt ehrlich dazu sagen, würde das Master Rule 5 sein, also die neue Master Rule, wäre das um einiges besser. Des Weiteren hätten wir wie gesagt jetzt eine Normal Sum und könnten zum Beispiel auch die 4, also insgesamt wären es 4, weil er halt ein Link 2er ist, in den neuen Link 4er gehen, den wir jetzt leider noch nicht haben. Wäre aber eine Möglichkeit, somit hätten wir eigentlich alle 4 Bossmonster der Tengis am Start, was natürlich ein krasses Feld ist. Leider, wie gesagt, ist das jetzt hier noch die Master Rule 4 und die meisten von euch haben abgestimmt dafür, dass wir das Ganze erst einmal so machen werden, dass wir halt mit der Master Rule 4 erstmal auch weiterspielen. Wäre es jetzt die Master Rule 5, könnten wir ein bisschen, ja sag ich mal, flexibler sein, was das angeht. Und ja, wie gesagt, das wäre jetzt hier noch eine Normal Sum, die wir übrig haben. Und könnten zum Beispiel jetzt noch mit der Schamanin und zum Beispiel den Token oder halt der Normal Sum in einen weiteren Berserker gehen. Mache ich jetzt hier aber nicht. Ich lasse das jetzt einfach mal hier so liegen. Wodurch wir jetzt natürlich mit Draco, Berserker der Tenji, einen guten Effekt haben, was halt Monster verbannt. Des Weiteren hier noch ein Nahata, ein Chatana und ein Mapura, den wir halt für Berserker verwenden können, aber auch für die Spielmarke zum Beispiel, was aber eher irrelevant ist. Und wie bereits erwähnt, ihr könnt auch den Mapura noch normeln, damit der Schamanin und den Mapura zusammen halt in einem weiteren Berserker gehen, den wir jetzt einfach mal hier in specialen. Und dann würde das Ganze so hier aussehen, was natürlich auch nicht verkehrt ist. Dann haben wir ja 3 Monster mit 3000 ATK, was auf jeden Fall um einiges besser ist, aber die Schamanin kann natürlich, weiß ja nicht, was wir noch ziehen werden. Nachfolge ist auf jeden Fall auch nicht verkehrt und ja, in der nächsten Runde hätten wir dann hier Schamanen noch liegen gehabt. Können das aber auch natürlich mit dem Token dann noch machen und hier den Berserker
wodurch wir dann wieder in eine neue Schamanin kommen, die dann sagen kann, jo, wir schmeißen jetzt hier wieder eine Karte ab, holen uns beispielsweise einfach wieder einen weiteren, ja, Berserker, können mit Nachfolge zum Beispiel Mare Mare wiederholen, was mehr oder weniger nicht so gut ist. Man kann natürlich auch mit Nachfolge den Berserker holen und mit der Schamanin den Mare Mare, was durchaus sinnvoller ist. Und dann hat man definitiv wieder ein gutes Feld, ist aber natürlich auch abhängig davon, was der Gegner dann in seiner Runde macht. Und ich würde sagen, das soweit hier zum ersten Feld. Kommen wir jetzt zum zweiten. Ich habe mich jetzt hier dazu entschieden, dass wir heute zweimal der First gehen werden. Und dann, wenn ihr Lust habt, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Und wenn genug Leute in die Kommentare schreiben, dass wir nochmal eine Test-Up machen, werde ich das so machen, dass wir zweimal quasi Second gehen. Und dann haben wir beides eigentlich mehr oder weniger gesehen. Was, denke ich mal, eigentlich mit am besten ist, wenn wir das so machen. Und diese Hand, Leute, uiuiui, sieht wirklich ziemlich krass aus, muss ich ehrlich sagen. Also damit kann man einiges machen und ich würde sagen, wir werden das eigentlich genauso wie eben machen. Erstmal unseren Ashuna Special, den hier auch direkt weglinken für unseren Mönch. Dann aktivieren wir natürlich, wie soll es auch anders sein, Medium für den Drachenzyklus, mit der wir jetzt erstmal was millen können. Und zwar habe ich mich jetzt dazu entschieden, dass wir Mapura millen werden und Shatana auf die Hand nehmen. Man hätte hier natürlich auch den Nidhogg nehmen können, also ihn halt zu millen, aber da wir halt Mare Mare haben, muss man das jetzt ehrlich gesagt nicht machen. Und den Einbildungserz in der Welt haben wir auch am Start, von daher das Ganze hier auf jeden Fall schon mal, ja, denke ich mal, optimal. Als nächstes werden wir uns wieder den Abdara specialen, den aber auch direkt weglinken für unseren Mönch. Und dann werden wir wieder das so machen, dass wir uns Shatana specialen werden. Und dann zeigt gleich auch den Ashuna verbannen. Und mit dem können wir jetzt aus dem Deck ein weiteres Monster specialen. Dort werde ich jetzt einfach mal Nahata nehmen. Dann werden wir, wie eben, halt wieder den Abdara verbannen, um uns halt Ashuna wieder auf die Hand zu geben. Um dann halt für die Schamanen wieder halt, sage ich mal, eine Karte zu haben, die wir abschmeißen können. Dann werden wir mit Nahata und dem Mönch zusammen wieder in die Schamanen gehen. Und mit der Schamanen werden wir natürlich das wieder so machen, dass wir uns Mare Mare abschmeißen, den eigentlich auch direkt wieder specialen. Heißt, eigentlich brauchen wir gar nicht Ashuna, da wir halt Mare Mare und halt weitere Monster im Friedhof haben, können wir uns quasi mit dem gleichen Effekt von der Schamanen auch die Karte nehmen, die wir halt abgeschmissen haben, in dem Fall halt Mare Mare. Dennoch haben wir jetzt für nächste Runde zum Beispiel den Ashuna wieder, was natürlich auch nicht verkehrt ist. Und dann werden wir uns wieder zwei Tokens specialen. Mit diesen beiden Tokens und dem Mönch werden wir jetzt in Berserker gehen. Dann brauchen wir natürlich noch mit Mare Mare einen weiteren Token, den wir aus ihm machen, um ihn auf Stufe 4 zu bringen, um damit Shatana zusammen in einen Drake Berserker zu kommen. Dann haben wir natürlich hier noch den Token von unserem guten Mare Mare. Und den werden wir jetzt hier einfach mal wegtributen für unseren Einbildungs-Erzunterwäldler. Was hier auf jeden Fall, normen jetzt einfach mal hier nach ganz außen. Und diese Karte ist natürlich eigentlich schon ein krasser Floodgate gegen fast jedes Deck, auch schon ein Insta-Win. Und das Board, finde ich, ist sogar noch um einiges besser als das erste hier. Erstmal haben wir natürlich hier unseren heftigen Floodgate mit den Einbildungs-Erzunterwäldler, des Weiteren hier den Drake Berserker, die Schamanin und dann noch den Berserker der Tenji, der eigentlich jeden, ja, Effekt im Friedhof hat. Erstmal mit den Shatana, dann natürlich die Nahata und die Mapura. Alles Effekte, die ihn schützen können oder irgendwie anders weiterhelfen können. Was natürlich echt sehr gut ist. Und des Weiteren haben wir für nächste Runde noch Ashuna, falls hier irgendwie, ja, genug weggesprengt wird, um wieder ins Spiel reinzukommen. Jetzt leider hier zwei Stück, das ist natürlich nicht so gut. Aber dennoch auf jeden Fall Monster noch für nächste Runde, die wir auf jeden Fall sehr gut verwenden können. Und ja, das war es hier soweit zu den ersten Testhänden von dem neuen Tenji Deckprofil, was ich gemacht habe. Wenn ihr mehr Testhände zu den Tenjis sehen möchtet, schreibt das gerne mal in die Kommentare. Dann werden wir das Ganze dort auch mal Second machen. Ansonsten würde ich mich natürlich darüber freuen, wenn ihr einen aktiven Daumen nach oben da lässt. Aber natürlich nur dann, wenn euch das Ganze hier gefallen hat, euch irgendwie weiterhelfen konnte. Und wenn ihr sagt, das Ganze war scheiße, könnt ihr natürlich auch ein Dislike da lassen. Bitte aber auch nur dann, wenn ihr einen konstruktiven Kommentar dazu schreiben könnt. Und wie immer wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag, Abend, je nachdem, wann ihr das Video seht. Wiederschauen.
und reingehauen.